Also ich da. Mann, ey. Ja, hi Leute, herzlich willkommen hier bei Saucool Basteln heute. Ja, zum zweiten Vlog in diesem Kanal seit Bestehen. Ihr seht ja ein kleines, mittelmäßiges Chaos gerade, was ich hier beseitigen möchte. Zum Glück noch einigermaßen übersichtlich. Mein kleines Chaos. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich werde jetzt hier schnell ein bisschen aufräumen. Dann werde ich die Autos aus der Garage fahren. Aus der Garage, ich habe gar keine Garage. Ich meine natürlich aus dem Carport fahren. Und dann machen wir uns an mein Bike ran. Denn das steht heute auf dem Programm, das gute Stück TÜV fertig zu machen. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich das Teil eine ganze Weile sträflich vernachlässigt. Es stand fast 2 Jahre. Mein gutes Stück, bin 2 Jahre nicht zum Fahren gekommen und dementsprechend hat das Gerät nun auch keinen TÜV mehr. Habe mir aber vorgenommen, dieses Jahr wieder ein bisschen Gas zu geben, ein bisschen zu fahren, und deshalb ist es Zeit, das gute Stück mal wieder zu einem guten Stück zu machen. Und deshalb, das ist meine Sonntagsbeschäftigung für heute. Sicherlich werde ich länger als nur heute brauchen, aber ich dachte, ich nehme euch mal mit und zeige euch, dass ich auch noch andere Hobbys habe. So! Ich habe letzte Woche schon mal ein bisschen was vorbestellt. Ende letzter Woche habe ich versucht, die Maschine schon mal wieder ins Leben zu führen, und Folgendes ist passiert: Ich habe den Vergaser mit Benzin gefüllt und siehe da, mit der neuen Batterie sprang das Teil auch sofort an. Die schlechte Nachricht war allerdings, innerhalb der ersten 20 Sekunden, dass die Maschine lief, hatte ich auf einmal einen Benzinsee unterm Motorrad, und ja, das fand ich nicht so prickelnd. Ich konnte in dem Moment nicht lokalisieren, wo der Sprit herkam. Also wird die erste Aufgabe sein, heute die Sitzbank abzubauen, den Tank abzubauen, um zu schauen, wo kommt der Sprit her. Ja, das ist das Erste, was wir machen werden. Was habe ich hier alles gekauft? Natürlich alles, was ich auch brauche, um den Service durchzuführen. Öl habe ich schon da. Dann habe ich hier Luftfilter, Zündkerzen habe ich hier, neue Zündkerzen. Stecker habe ich, einen Benzinfilter, Ölfilter. Und was ich noch habe, sind neue Blinker für hinten, da der eine mir vor 2 Jahren, bevor ich sie praktisch hingestellt habe, abgebrochen ist, hier genau am Chromrand. Deshalb neue Blinker. Ich habe hier alle möglichen neuen Benzinleitungen. Und wenn es das ist, was ich nicht hoffe, dass es ist, ein Reparatursatz für meinen Benzinhahn. Ich hoffe, dass das alles, was ich hier habe, reicht, um das Maschinchen zu reparieren. Ansonsten habe ich hier jetzt noch einen Motorreiniger, einen Felgenreiniger.
und etwas, was ich schon lange haben wollte. Hiermit kann ich mal eben selber bei mir Luft auffüllen in den Reifen. Das war mir schon lange ein Anliegen und jetzt habe ich das Teil endlich gekauft. Kostet ja nicht viel. Ich weiß auch nicht, warum ich es bisher noch nicht gekauft hatte. Ja. Achso, und dann habe ich noch so ein Textilband. Zeige ich euch später, wofür ich das brauche. Jetzt geht es erstmal daran, die Maschine wieder fahrbereit zu bekommen. So. Als erstes müssen wir die Verkleidung abbauen. Die ist einfach nur gesteckt. Das geht relativ schnell und einfach. Man muss aber aufpassen, dass sie ganz gerne bricht. Mein hat das Teil überlebt seit 1991. Hat also schon ein paar Tage auf dem Buckel. Warum wir es nicht jetzt kaputt machen? Die Sitzbank geht auch noch relativ einfach. Die wird einfach hier unten geöffnet. Zack. Auf der anderen Seite genauso. Und zack. Ja, und da müssen wir mal schauen, wie wir diesen Tank abbekommen. Da dürfte nicht viel dran sein. Der ist, soweit ich weiß, nur da unten befestigt. Müsste hier unten die Befestigung sein. Das hier wird entnommen. Dann ist auch die Schraube frei. So. Okay. Dann weiß ich, wie es geht. Praktisch nur aufgesteckt. Ja, nur gucken, dass wir hier nichts mit wegreißen. So, jetzt kommt hier meine kleine Wunderwaffe zum Einsatz. Also, zumindest wenn es darum geht, Dinge zu lösen, finde ich das Zeug perfekt. Ihr wisst, dass WD-40 kein wirklich gutes Schmiermittel ist, aber zum Reinigen und Dinge zu lösen, finde ich es perfekt. Warum es kein perfektes Schmiermittel ist, können wir gerne mal, wenn ihr Interesse daran habt, in einem anderen Video klären. Heute nutze ich es vor allem, um hier diese alten Verbindungen besser lösen zu können. Da ist er. Und so wie es aussieht, kommt der Sprit zumindest schon mal nicht aus dem Tank. So Leute, so sieht das Ding jetzt ohne Tank aus. Und wie ich sehe, kann man hier immer noch nicht erkennen, von wo genau der Sprit kommt. Aber es war gut, dass wir das Ding abgenommen haben. So kann ich hier oben mal sauber machen, ordentlich. Das ist nämlich auch schon eine Weile nicht passiert. Da ich jetzt aber noch weiter abbauen werde, um was festzustellen, werde ich jetzt erstmal die Batterie abklemmen.
Nehmen wir das gute Stück noch raus. Komm schon. Das war natürlich nur der Anfang von dem, was ich heute tun werde. Mal sehen, wie weit ich heute kommen werde. Ich will euch damit nicht länger langweilen, nur mal aufzeigen, wie zum Beispiel so ein Sonntag bei mir aussieht oder ein Samstag oder wenn ich einfach mal frei habe und Lust habe, was anderes zu tun. Zu tun gibt es ja eigentlich immer was und ja, eigentlich finde ich auch immer irgendwas, ohne lange zu suchen. Wenn euch sowas interessiert, wo es mal nicht um Holz geht, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das auch mal unten in die Kommentare schreibt, denn dann werde ich euch auch mal öfter solche Sachen zeigen, denn ich bin auch jemand, der gerne am Auto bastelt oder an Motorrädern bastelt, wobei man da vom Basteln meiner Meinung nach eigentlich gar nicht sprechen darf, weil in dem Zusammenhang hört sich Basteln immer so ein bisschen nach, naja, mal gucken, ob irgendwie was funktioniert an. Das habe ich nicht so gerne, weil gerade Verkehrsmittel müssen sicher und tauglich sein. Das hat mit Basteln nichts zu tun und da darf eigentlich auch nicht gebastelt werden. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, deshalb nutze ich es im Sprachgebrauch auch. Aber ja, was ich von dem Wort Basteln in dem Zusammenhang halte, habe ich euch gerade gesagt. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock auch mal auf solche Videos habt, dann werde ich das mal eingehender mitfilmen und euch vielleicht auch Erklärungen dazu bringen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich würde es toll finden, weil ja, ich finde, das einfach auch mit zu einem Bastelkanal dazugehört. Und wie ihr ja in meinem in meiner Kanalbeschreibung lesen könnt, soll es auf diesem Kanal ja auch nicht nur um Holz gehen. Ich verabschiede mich für heute. Ich wünsche euch allen noch einen richtig geilen Sonntag und ja, tschüss. Bis bald, euer Sascha. Hau rein. Tschüss.